lange, 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 lange noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber für einen kurzen Moment wollte ich das mal genießen, dass wir gestern echt einiges vorangekommen sind. Und habe währenddessen auch einfach nochmal gemerkt, wie dankbar ich dafür bin, mit euch arbeiten zu dürfen. Was das für ein Privileg ist, auch in diesen Räumen hier arbeiten zu dürfen, in diesem Kontext arbeiten zu dürfen. Es war gestern einfach ein sehr emotionaler Nachhauseweg. Und, nein, ich finde es einfach nochmal wichtig, weil gestern für mich was aufgegangen in dem Stück ist, wo ich mir nicht so sicher war, ob das aufgeht. Ich meine, das hört sich für euch an, Szene 8 kommt geliefert, wir haben sie besetzt und so weiter. Da steckt eine Menge Schweiß und Herzblut auch drin, ob das so aufgeht, wie Julia und ich da hin und her verhandelt haben und ausprobiert haben. Bin sehr froh für die Lösung, die Julia damit gefunden hat, das so zu verschränken. Dass wir jetzt mit einem Stück anders arbeiten, beziehungsweise über unsere Grenzen gehen und mal ein Stück probieren, was es schon als Buch gibt. Also wir arbeiten sehr szenisch, also das wird schon so eine Herausforderung für uns Kollektivis, weil wir arbeiten eigentlich so ein bisschen eher so Bastelbiografie-mäßig, Geschichtenerzähler auf der Bühne und wir erzählen euch, was wir erleben. Und dieses Stück ist für uns, also für mich persönlich auch, das erste Mal, dass wir wirklich eine Rolle haben und euch durch eine Geschichte führen und nicht, dass wir euch eine Geschichte erzählen. Und dadurch, dass wir zuvor eine Inszenierung hatten namens Digitopia, auch hier am Haus, was auch über Digitalisierung und Zukunftsbild und Utopie und Dystopie ging, gab es dann die Überlegung, ein Thema zu nehmen oder ein Buch zu nehmen, was mit der Thematik zu tun hat. Und das hat man bei der schönen neuen Welt gut gehabt, weil es auch über eine Utopie oder eine Dystopie geht, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Es ist so durchschaubar, dass es schon wieder niedlich ist. Ich habe sie hergeholt und nicht du. Es ist seit jeher dasselbe. Gib ihnen ein bisschen Erfolg und schon steigt dir ein Prickeln zu Kopf. Was sagst du? Ich sagte, dir steigt das alles ein bisschen zu Kopf. Nicht wahr, Bernd? Wir legen einmal fest, egal wann in der Choreo, irgendwann startest du einmal rein, runter, einmal wieder zurück. Ich finde, dieses Stück gibt sehr viel Freiraum dazu, um zu gucken, was es für dich ist. Weil ich finde, wir beschreiben gar nicht, ob es eine Dystopie oder eine Utopie ist, also eine Vorstellung von einer Gesellschaft, sondern wir lassen euch es selber überlegen, ob es jetzt für euch eine Utopie oder Dystopie ist in unserer Geschichte. Das Stück bietet halt an, weil es eine sehr, sehr krasse Aktualität hat auch. Dystopie oder Utopien werden ja heutzutage auch noch sehr heiß diskutiert und ich glaube, das passt. Alle diese Modelle, zum Beispiel Modelle einer Utopie, verbinden schon so ein bisschen auch, worum es in dieser schönen neuen Welt geht. Ich glaube, daher ist so, vielleicht ist auch da auch so ein ganz wichtiger Gedanke entstanden, was so Utopien angeht. Und ich glaube, deswegen muss man gar nicht so zwingend das so aktuell machen, weil es eigentlich schon sehr aktuell ist. Mama, kannst du mich hören? Also für mich ist das eine Dystopie, eine Diktatur, in der die Leute klein gehalten werden und mit Drogen klein gehalten werden. Und, aber ich finde, das sieht man auch in unserer jetzigen Zeit oder in unserem jetzigen sozialen Umfeld und in unserer sozialen Struktur, zum Beispiel in Schulen, dass Kinder nur das beigebracht wird und nicht so viel, wir werden in der Schule, wird uns nicht beigebracht, wie wir auf unsere Gefühle hören können. Zum Beispiel so Sachen wie Empathie oder so Sachen wie auf den Körper hören und auf sich hören, wird überhaupt nicht geteacht. Und es ist eigentlich im Endeffekt immer nur ein, kannst du den Satz des Pythagoras und kannst du eine Parabel berechnen, so
I don't need this, ich werde das auch nie gebrauchen, aber halt so existenzielle Sachen, die für mich und mein Leben und für das, was ich erleben will und so Sachen wie so Handwerk fürs Leben, das wird einem in der Schule nicht beigebracht. Und ich finde, da sieht man ganz viele Parallelen in unserem Stück, dass die Charaktere sehr klein gehalten werden, sehr flach sind und kaum Tiefe haben. Und genau, und deswegen sieht man oder sehe ich überall Parallelen zum Stück, je nachdem halt manchmal stärker und manchmal in einer abgeschwächten Form. Meine Kinder, ihr seid alle Mann. Stellt euch auf! Stellt euch auf! Für meine schöne neue Welt! Fühlt euch frei! Wie ihr wisst, Kollektivität, Identität und Stabilität. Ja genau, das ist so dieses Besondere, weil wir trotz dessen, dass es ein Stück ist, bringen wir trotzdem noch einen Charakter da rein, weil wir so Brüche drin haben, die dann uns nochmal so symbolisieren. Unsere Wut vielleicht auf etwas oder unsere Verwunderung über gerade ein Thema. Und ich glaube, das macht es so wieder so interessant und so dem Kollektivstück, weil wir dann doch noch so ein bisschen Seele da reinbringen.